Eingediegene Sato Ballone, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Origin. Ja, wie ihr unten am Level sehen könnt, ein bisschen habe ich was gemacht. Und ja, Update, kommen wir jetzt einfach direkt dazu. Nämlich, ich war auch so frech und habe quasi meinen ganzen Vorbesteller-Bonus und Ubisoft-Club-Bonus eingelöst und mir quasi aus dem Shop was geholt. Und dazu hat sich auch noch via Mini-Transaktion mit Helix-Credits mir diese Doppelschwerter geholt. Die sind ziemlich nice, also schadenstechnisch top. Allerdings, wenn man sagt Doppelschwerter, was heißt das im Umkehrschluss? Richtig, in jeder Hand ein Schwert und somit ein Schild nicht verwendbar. Ist ein bisschen doof, weil mit dem Schild konnte man doch halt sehr schön gewisse Angriffe ein bisschen abblocken, um nicht gleich eins auf die Schnauze zu bekommen. Ein Schild trägt man trotzdem. Ich habe jetzt hier meinen legendären Schild, was ich hatte, abgelegt. Das war ja dieser. Den hatte ich ja schon von Beginn an, eben Vorbestellerbonus. Ja. Ich habe eben noch welchen gefunden, deswegen sage ich das noch dazu. Mit übrigens, wer Twitch Prime hat von euch und auch dieses Game zockt, nutzt diese Kombination auf Twitch Prime. Bekommt ihr auch zusätzlichen Inhalt. Ja, Montur, die zeige ich euch kurz. Diese Aguilar-Montur, das ist von Twitch Prime. Und ein Pferd, ein anderes, Partner, heißt das, was ein bisschen witzig ist. Fangzahn finde ich cooler, ich habe Fangzahn drin gelassen und auch mein Wüsten-Cobra-Outfit, weil Aguilar-Montur, weiß nicht, sagt mir nicht so zu aktuell, müsste man mal probieren. Kann ich mal meinen Charakter eigentlich drehen? Ja, okay, sieht auch nicht so schlecht aus, muss ich ehrlich zugeben. Ich habe dann jetzt noch die Sache mit... Das Sachmet-Kostüm freigeschalten, beziehungsweise eben in diese Montur dazu. War im Zuge einer Nebenquest. Finde ich auch ein bisschen doof. Das ist so ein Helm und irgendwie, ich weiß nicht, was in dem Spiel verkehrt ist. Soll jetzt klingt ein bisschen komisch. Aber wenn man so einen Helm aufhat und auch Gegner den Helm aufhaben, dann klingt die Stimme, als würde er, wie soll ich sagen, in einem Raum stehen, wo extremes Echo herrscht oder ein extremer Hall herrscht, was ja völlig, dass die Stimme anders klingt hinter dem Helm, ist klar, ja, aber nicht so, als würde er in einer riesigen Halle stehen. Das ist irgendwie ein bisschen komisch umgesetzt. Von daher, naja, gewöhnungsbedürftig, sagen wir mal so. So, jetzt mal hier nochmal kurz Ausrüstung reinschauen. Da habe ich auch noch was aus dem Ubisoft Club bekommen. Jetzt bin ich eben auch Stufe 10, also durch die letzte Quest geworden. Und dieser Bogen hier ist ein leichter Bogen. Der ist eigentlich ziemlich fett im Vergleich zu dem hier. Dann hatte ich vorher, ja, und jetzt hier dieser. Ist ziemlich geil. Man muss nämlich dazu erwähnen, es gibt verschiedene Bögen. Wer hätte das gedacht? Jagdbögen, leichte Bögen, Kriegsbögen und Raubtierbögen. Alle haben ein bisschen verschiedene Spieltaktik. Ja. Das ist auch nicht. Das darf man nicht vergessen. Allerdings kommen wir dann im Verlauf des Spiels dazu. Ich habe jetzt aktuell einen leichten Bogen. Da kann ich schnelle Schussfolge abfeuern und mit dem Kriegsbogen kann ich eben harte Treffer landen, so quasi. Ja, ja, dann habe ich auch irgendwo gefunden von einem Typen geplündert. Wie gesagt, ich habe bisher so grundsätzlich eigentlich nur Nebenmissionen gemacht und bin jetzt eben mittlerweile auch in Alexandria gelandet. Ja, das ist jetzt auch noch hier als Update anzumerken. Also hier merkt ihr selber, da waren wir noch im Tempel von Jammu oder wie das heißt, ja, Tempel. Tempel der Sachmet in Jammu, so muss man es ja sagen. Und ja, ich habe mich hier durch ein paar Nebenmissionen hier hochgearbeitet. Das ging eigentlich ziemlich ineinander fließend und habe hier eben diese Hauptquest Eier, die wir ja schon hatten. Also die hat jetzt nachjustiert, nachdem ich jetzt in Alexandria gelandet bin. Und jetzt muss ich eben zwei andere Hauptquests machen. Da starten wir es auch direkt rein. Jetzt haben wir genug gelabert, jetzt wollen wir mal ein bisschen Spielspaß. So. Schauen wir mal, wo wir da überhaupt hin müssen. Das ist echt gewöhnungsbedürftig und es wird langsam, sage ich mal, weil man echt immer wieder mal, um sich zu orientieren, auf die Karte an sich gucken muss, weil man ja keine Minimap hat. Eben wie im letzten Video schon angesprochen, mit der Open-World-Geschichte, das ist, ja, Gewöhnungssache, sage ich mal. So, da holen wir uns mal Fangzahn. Und dann geht's auch schon los hier. Hatte auch schon ein bisschen Trouble hier in Alexandria.
durch eine kleine Nebenquest habe ich bisher ja zu viel Staub aufgewirbelt hier. Aber okay. Schauen wir mal. Das Pferdetempo, also das Reittempo, passt sich auch automatisch an. Entweder bin ich jetzt hier wie in Alexandria auf einer bisschen auf einer Straße, kann man, ja, muss man doch fast sagen, unterwegs, und da trabt er dahin, wenn man das so nennen darf. Und wenn man außerhalb irgendwo der Wüste oder im Outback unterwegs ist, dann galoppiert er auch von selber auf einmal schneller dahin, wenn er quasi den Platz hat. So, dann klettern wir hier mal hoch. Schauen wir mal. Müssen wir ganz nach oben. Sehr schön. Der Schild sieht eigentlich optisch, finde ich, ein bisschen kacke aus. So, gibt es wieder eine feine Synchronisation. Jawohl. Ist schon fett hier, Alexandria, wo wir uns befinden. Krass. EP für so eine einfache Aktion. Da hinten waren wir irgendwo in diesem kleinen Tempel da hinten. Die Map ist riesig. Ich musste auch echt feststellen, es gibt sau viel zu tun. Ja. Auch auf dem Weg hierher immer wieder an Nebenquests vorbei geritten. Echt heftig. Wir können mal kurz mit Senno mal gucken. Das Coole ist nämlich, dass hier diese Materialien, die einem angezeigt werden, die kann man anheften über das Ausrüstungsfenster. Dann werden die eben auch mit Senu, wie man es ausspricht, ist ja, glaube ich, eh wurscht, dann auch auskundschaften. Ziel lokalisiert. Weil, das habe ich jetzt noch vergessen zu erwähnen, Ausrüstung, ich habe jetzt auch meine versteckte Klinge bekommen. Das war eben in diesem ersten Teil von dieser Eierquest, das ist ja eben meine Frau, denke ich, die ist auch so ein, ich würde jetzt sagen Assassine, aber doch irgendwie, und die hat mir dies gegeben. Die hat eben einen anderen ausgeschalten, nämlich den hier, der Widder, den hat Eier ausgeschalten. Den haben wir ausgeschalten, das habe ich eben leider ein bisschen übersehen. Das ist so fließend ineinander gelaufen, das hätte ich nicht gedacht. Aber okay, jetzt müssen wir uns eben noch die Schlange ausfindig machen. Natürlich wird es hier nicht zu Ende sein. Das ist ganz klar, das ist eben nur der erste Teil. Ich glaube, das ist einfach ein Bruchteil. Mich hat es ein bisschen gewundert, dass Meduna Moon hier keine größere Rolle spielt für das, was eigentlich angekündigt wurde, sozusagen im Trailer. Das hat mich ein bisschen gewundert. Aber nun gut, soll es so sein. Cool ist halt eben jetzt hier, dass man die versteckte Klinge dann einfach nur mit Materialien sammeln aufwerten kann. Dann sieht man eh rechts daneben hier diesen Stufenanstieg und da kann man es maximal hochtreiben. Wird, ja, ich hätte das eigentlich schon angeheftet. Eben hier kann man anheften, zack, und dann werden einem die Materialien normalerweise angezeigt. Glaube ich schon, dass das damit zu tun hat. Ich habe alles jetzt hier schon mal auf einer Stufe ausgebaut, Brustschutz sogar schon zweimal. Und ja, finde ich ganz cool. Ein bisschen zu Crafting quasi. Ist ganz nice. So. Finden eliminiere Gennadius. Das wäre dieser Typ hier. Der ist auch bewacht. Die sind Level 11 Soldaten. Also ich habe herausgefunden, je mehr man auskundschaftet mit Senno, umso leichter hat man später Blödsinn, weil man einfach wirklich die Feinde... Da ist noch irgendwas. Ja, da ist noch so ein Geheimeingang. Glück gesagt, umso leichter unter Anführungszeichen hat man später. Es ist immer alles eine Frage der Taktik. Schön ist halt mittlerweile, finde ich, was man doch hier loben kann, weil eben wie man es macht, ist einem komplett überlassen. Ja, so klopf, klopf, ich trete die Tür ein oder ich suche lieber quasi ein Fenster, wo ich rein kann. Das ist nämlich ganz cool immer. So, Todessprung, dass ich nicht wieder verkacke. Wo ist hier der Haufen da? Wunderbar. Zack, ohne dass wir Schaden nehmen. So wie beim letzten Mal. Von
Vom Klettern her hätte ich mir allerdings ein bisschen mehr erwartet und das ein bisschen schwieriger quasi gestaltet wäre, weil das ist hier ganz einfach. Ja. Ich brauche nur schauen, dass ich eben wirklich von der Richtung her das Von allen guten Geistern verlassen. Mir nur. ordentlich Nun ist anst. Rede. Ja, drücke ja, um Attentat. Ich will kein Attentat ausüben. Ich brauche nur in die richtige Richtung quasi drücken und eben mit RT hier beim. Ah, das ist ein Sperrgebiet auch noch. Ja, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Die St Richtung ansteuern und dann kann ich einfach lossprinten. Also man braucht ja nicht irgendwie speziell noch was wie bei Shadow of War irgendwas drücken zu einem speziellen Sprung oder so. Ist alles komplett wurscht. So, seine Wachen haben ihn jetzt gerade aus dem Auge gelassen. Soweit kann ich gar nicht schießen. Das ist scheiße. Das ist echt scheiße. Dann klettern wir hier mal einfach hoch und schauen wir Jetzt mal. muss ich vorsichtig sein. Ah, das ist sogar eine Garnison. Alles klar. Tötet den Kommandanten und zwei Hauptmänner. Da holen wir uns nochmal unseren Vogel. Das ist eigentlich beschissen, dass der hier genau in die Garnison jetzt hier reinwandert. Da ist einer. Der ist Level 12. Ach du Schande. Da ist der Schatz, den müssen wir auch holen. Das ist eben ein Missionsziel vor Ort. Unten links eben das Fenster dazu. Da kann man immer schön auskundschaften. Beziehungsweise eben bekommt man als Vorinfo, was hier alles zu machen gibt. Ah, da kann ich angreifen. Scheiße, ist der irre? Hey, was? Dich blitze ich auf. Oh shit. Da! Was ist mit denen verkehrt? Was? Okay. Wow. Man muss hier wirklich aufpassen, das ist davon. Ah, jetzt kommt der hoch. Was zum Teufel? Hey, was? Zeig dich einfach. Den Rest erledige ich dann schon. Was? Beschützt den Kyrios. Ah, scheiße. Das dauert nicht lange. Hey, gemeinsam. Du kannst nicht fliehen. Das war's. Stirb! Ziel in Sicht. Ah, ich hab keine. Boah, krass. Ich reiß dir die Eingeweide raus. Okay. Da müssen wir den Top. Es ging jetzt eigentlich relativ überraschend. Das hat mich jetzt selber ein bisschen geflasht. Warum schickst du mich in die Gefilde der Toten? Du wolltest meine Frau töten! Deine Hure von Weib ist eine Mörderin! Vorsätzlich und unverhohlen! Ich tat nur meine Pflicht als Philakitai. Und dafür nimmst du mir jetzt mein Leben? Steht deine Rachsucht über dem Gesetz, Magi? Sei gewarnt! Die Philakes werden dich aufspüren und dann nehmen sie Blutrache! Möge der Verborgene dich begrüßen. Der Fürst der Duat erwartet dich. Okay. Da greife ich hier direkt an. Was für ein Drecksack. Phylakes sind hinter dir her. Das sind mächtige Aufgaben, die sofort angreifen, wenn sie dich sehen. Das war ja klar, dass jetzt was Neues dazukommt. So, es ist jetzt besser, ich hau hier mal ab, bevor es hier noch weiter auf den Sack gibt. So, jetzt müssen wir den richtigen Ausgang finden, dass wir nicht noch mehr Alarm auslösen. Da haben wir noch was zu plündern. So, und jetzt hier raus hier. Das wäre irgendwie cool. Verdammt. Wenn man da irgendwie noch was machen könnte. Vielleicht schaltet man da später eine Fähigkeit frei, um in der Luft noch irgendwie einen Move zu machen. Weil aktuell hat man halt da keinen großen Einfluss drauf. Auch das Runterspringen von irgendwelchen Hinterhaltangriffen, was weiß ich, ist halt alles momentan noch sehr, sehr, wie soll ich sagen, holprig. Jetzt habe ich da keine Pfeile mehr, aber mit dem.
Der macht eben echt gut Schaden. Ihr habt gesehen, während des Kampfes kann man eben auch eben die Waffe switchen. Und ich habe jetzt eben mit dem Speer gekämpft. Ist eine mittlere Reichweite mit großem Schaden. Das ist ganz cool. Und eben auch hier mit den Bögen, wenn man umschaut, ihr habt es gesehen, der Kriegsbogen, also der schwere, quasi ist, da ziehst du einmal auf, musst du warten, ja, und machst einmal einen großen Hit. Und mit so einem leichten Bogen wie der hier kannst du halt mehrere Schuss hintereinander abfeuern und die kritten halt dann einfach mal schnell. So, wir haben natürlich jetzt das Missionsziel vor Ort nicht korrekt ausgeführt. Wir haben nur den Kommandanten getötet. Glaube ich zumindest, dass es so war, dass es der Kommandant war und eben. Ja, sind wir da abgehauen, ohne die Hauptmänner auszuschalten. Und den Schatz haben wir uns auch nicht geholt. Hier gibt es auch noch schwere Keulen. Das ist, glaube ich, wird mal auch interessant zu testen. Vor allem, die sieht auch ziemlich nice aus. So vom Schaden her. 104, 124, ja, fällt es doch auch. Stufe 12, okay. Also die zerlegen wir nicht, das behalten wir uns noch. Dass wir eben vom Vorbesteller-Bonus eine Keule. Sieht ein bisschen komisch aus für eine Keule, aber okay. Das kann ich alles nicht zerlegen. Ist jetzt selber, das ist von Twitch Prime. Das hier ist von Ubisoft Club. Ja, das sind halt dann so Dinge, die kann man nicht zerlegen, was ein bisschen schade ist. Man kann auch hier eben zwei Waffen auswählen. Das ist leider auch, das ist auch von Twitch Prime. Ist leider eben schlechter als den Speer, den ich schon habe, den ich bekommen habe bei der einen Mission von deinem Schmied. So. Weil ich finde, das Zerlegen und Sammeln eben von diversen Handwerksmaterialien ist gar nicht so dämlich, weil da kann ich halt wirklich mir Sachen sammeln, hocharbeiten sozusagen. Oder okay, das ist jetzt für Level 12 empfohlen. Ich bin 10. Probieren wir es einfach, hätte ich gesagt. Probieren wir es einfach. Ob das klappt, ich weiß es nicht. War wieder so weit. Meine Güte. Da fangt's an. Bring mich hin. Ich könnte auch der Straße folgen. Wow. Okay, dann soll er mal dahin reiten. Es soll jetzt interessant. Man sieht vorne, würde jetzt das automatische System nach links abbiegen. Jetzt wollen wir, ob man nach rechts Es ist abbiegen kann. Ruhig heute. Ja, dann. Wusstest du es nicht? Iodorus ist im Ah. Badehaus. So, dann schauen wir uns das Ganze mal mit. Ach, ich galoppiere da die ganze Zeit dahin. Ja, muss man natürlich aufpassen. So. So, okay, das Straße-Folgen-Dings funktioniert halt ein bisschen, wie soll ich sagen, semi-geil. Oh, her! Hier sind natürlich überall Wachen. Wäre es interessant, wenn ich jetzt hier hochklettere und mich die direkt angreifen. Ich vermute schon, weil welche Wache findet das geil? Ziel lokalisiert. Kann mir nicht vorstellen, dass es irgendeine Wache feiert, wenn ich da so einfach bei denen neben der Mauer vorbeispaziere. Aber ich glaube, das wird jetzt hier der einzige Weg sein. Ich könnte hier noch über die Dächer. Müssen wir gucken, ob das wieder ein fucking Sperrgebiet ist. Oder ob wir einfach hier so rein gehen können, weil es ein öffentlicher Ort ist. Das wäre natürlich jetzt noch interessant. Ah, ich denke nicht. Hier sind Wachen. Da wird es definitiv. Gibt es hier einen anderen Eingang? Außer vorne über die Tür. Da haben wir einen Hintereingang. Nein, da ist zu. Ja, probieren geht über studieren. Ausgekundschaftet haben wir. Schauen wir einfach, was jetzt dabei rauskommt. Die Wachen hier sind sehr aufmerksam. Jo.
gerade mal an der Mauer oben und dann sind wir auch schon hier. Direkt im Sperrgebiet. Da können wir jetzt auch schon. Da können wir jetzt auch schon echt einfach irgendwie versuchen durchzulaufen. Kann ich auch so wieder über Bäume? Was? Ja. Tja, wer weiß, ob es hier sicher ist. Okay, das war jetzt knapp. In so einem Sperrgebiet neue ist man... Berichte aus den Provinzen. Kleopatra scheint militärische Unterstützung zu bekommen. Sag es nicht Portinos. Dann wird er bloß wieder unausstehlich. Aha. Im Sperrgebiet wissen wir halt sauschnell entdeckt. Da braucht es nicht viel. Ihr habt gesehen, das war sau knapp, dass mich der da eigentlich in Ruhe gelassen hat. Aber solange ich hier hinter diesem Dachgiebel quasi, hinter dieser Sichtgrenze laufe, müsste es eigentlich klappen, unentdeckt zu werden. Das ist auch so knapp. Oh, dass mich da hier unten nicht sehen. Wow. Da ist ein offenes Fenster, kann ich da rein? Ich dachte schon, da steht eine Wache. So, untersuche die Kammer. Da haben wir was. Das sind die Was haben wir hier noch? Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Eine Leiter. Eine Leiter. Sehr gut aufgepasst, Columbo. So, nehmen wir mal unseren. Hier muss irgendwo ein Schlüssel sein, damit ich hier rein kann. Das ist auf alle Fälle für die Quest. Ich hoffe, hier sind keine Wachen drin. Weil da könnte es sehr schnell sehr eklig werden. Aber die scheinen eigentlich das ziemlich... Sieht wichtig aus. Verschlossen. Okay, also das hat jetzt nichts gebracht. Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Ja gut, okay. Irgendwo muss noch ein Nebenzimmer geben. Hier sind wir noch nicht gewesen. Okay. Gibt's einen oberen Stock? Er hat irgendwas mit der Leiter. Wir sind im oberen Stock, das ist jetzt. Aha, hier wäre natürlich eine Tür gewesen. Schön. Da ist das Klo? Nee. Ist ja okay. Ich glaube, jetzt können wir uns hier so aufrecht bewegen, ohne dass uns hier jemand sieht. Das mit der Leiter lässt mir keine Ruhe. Das hat sicher irgendwas auf sich. Ah, okay. Kann ich die nehmen, die Leiter? Das wäre jetzt natürlich interessant. Eine Leiter. Nein, kann ich nicht nehmen. Dann macht er das. Ha! Da haben wir den Schlüssel. Ein Schlüssel. So. Da haben wir den Schlüssel. Perfekt. Mega.
Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siwa. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Okay. Die Schlange. Da haben wir den aufgedeckt. Der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Earded Eudorus töten. Ja. Jetzt müssen wir hier nur noch rauskommen. Das Ding ist, dass ich. Die Folge ist jetzt natürlich extra lang, aber ich dachte mir, ich hänge ein bisschen was dran, nachdem ich ein bisschen was übersprungen habe. Hey, was? Wow. Was? Nein. Nichts. Nein, scheiße, Mann. Angriff! Alarm schreit, ja, das ist schlecht. Stirb, du Wurm! Oh, shit. Das war's! Oh, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich meine ganze Dings aufgebraucht. Ah, Senu hilft mir jetzt auch beim. Da bist du ja! Ich hau jetzt über die Mauer ab. Du kannst nicht fliehen! Well, that escalated quickly. Ich kann fliegen, glaubt mir das, Jungs. Und wenn es kurz in den Beinen brennt. Lalelu. Ja, ich wollte eigentlich noch sagen, ich hau hier ab und beenden wir die Folge. Das ist jetzt natürlich etwas. Das war jetzt etwas tricky. Aber okay. Ja, Freunde, an der Stelle lassen wir es gut sein. In der nächsten Folge lösen wir auf, was eben mit diesem Eudorus die Schlange auf sich hat. Wenn sie gefallen lassen. Sorry. Lass einen Daumen nach oben da. Links im Bild kommt ihr zur letzten Folge. Ich bin raus. Wir sehen uns in den Kommentaren. Tschüss, ciao und bye bye.